Wunderschönen guten Abend. Heute Abend wieder Zeit für Bauch- und Rückenstärkung. Wir haben heute viele neue dabei. Das finde ich auch sehr schön. Ich habe nur mal kurz vorab, wie der Ablauf ist. Wir brauchen heute, das habt ihr vielleicht gelesen in der E-Mail, den Stuhl. Da wollen wir heute ein bisschen mitarbeiten. Ansonsten arbeiten wir hauptsächlich mit unserem Eigenkörpergewicht. Wir machen ein kurzes Warm-up von knappen 4, 5 Minuten und steigen dann in die einzelnen Übungen ein. Macht einfach so viel, wie es geht, ohne dass es irgendwo zwickt und zwackt. Und wenn es wieder geht, einsteigen. Ruhig die Päuschen, so machen wir es können. Die Musik ist nur im Hintergrund. Wir müssen nicht unbedingt nach Takt arbeiten. Ich würde sagen, wir legen los mit dem Warm-up. Wir wollen ja die halbe Stunde auch gut ausnutzen. Viel Spaß euch zu Hause. So, wir stellen uns auf. Schulterbreiter Stand und beginnen erstmal mit den Füßen locker abzurollen. Steigen erstmal ganz locker in der unteren Stufe ein, nehmt die schon mal mit dazu. Sehr schön. Machen langsam den ganzen Körper warm. Und es geht los in die nächste Stufe. Wir nehmen die Knie etwas höher. Auch die Arme mit dazu, ruhig schon unter Spannung setzen. Entweder Faust geballt oder Faust einfach geöffnet, die Hand. Schön. Die nächste Stufe, wir nehmen einmal weiter hoch unsere Beine bis nach oben. Und auch hier wieder schön Spannung in Arm und Bein halten. 4, 3. 2. Und wir gehen eine Etage wieder tiefer. 4, 3, 2 und normales Walking einmal marschieren. Sehr schön. Wir gehen einmal mehr als schulterbreit auseinander. Side to side nennt sich das Ganze. Tap, Spitze aufstellen und die Schulter kreisen vor und zurück. Erstmal die Singles rechts und links. 4, 3, 2. Nimmt beide Schultern hoch und tief. Locker die Kreise. Auch hier arbeiten wir in Stufen. Gehen gleich in die nächste Stufe. Und einmal bis Brusthöhe. Und einmal Singles rechts, links. Versucht schön groß die Arme nach außen zu öffnen. Und beide hier. Auf geht's. Sehr schön. Nächste Stufe. Wir gehen einmal langsam über den Kopf. 4, 3, 2. Single Time. Rechts und links. Große Kreise, mal noch Schultergürtel, alles warm machen, langstrecken, 4, 3, 2 und wir gehen wieder runter, Mitte, 4, 3, 2, kleine Kreise, sehr schön, 4, 3, wer möchte, geht ganz locker mit den Armen vor und zurück. Wer ein bisschen Respekt hat vor diesen Erhobschritten, ganz einfach Hände in die Hüfte. Und wir nehmen einmal den Leg Curl dazu. Rechts und links. Bein langsam anheben. Wie gesagt, wer möchte, einfach die Hände und Arme dazu. Ihr schaut jetzt erstmal zu. Wir machen ein kleines Rechteck. Einmal über die Seite drehen und wieder auf den Platz. Wir fangen alle zusammen an. 4, 3, 2, los geht's. Und auf dem Platz. 4, 3, 2 und wir marschieren.
Sehr schön. Wieder etwas breiter auseinander. Einmal die Knie anheben, seitlich außen. Höher. 4, 3, 2 und noch wieder eine Etage höher. Rechts und links anheben. Wer möchte, nimmt dazu die Arme. Die letzten 4 noch. 3, 2 und wir marschieren. Letzte Runde zum Warm-up. Der kleine Hampelmann. Wir beginnen. Weit öffnen. Fußspitzen nach außen setzen. 4, 3, 2. Wir drehen zur Seite. Haben wir auch einen ganzen Kreislauf direkt mit dabei. 4, 3, 2. Und wir marschieren. Das dürfte reichen. Wir holen uns unseren Stuhl für die erste Übung. Ich zeige die Übung mal auf beiden Seiten. Wir setzen uns vorne an die Kante. Arme zeigen nach oben. Ihr könnt euch einen Test machen, müsst immer ganz leicht wieder auf den Stuhl kommen. Spannung im Rücken, beide Hände hoch. Wir gehen hoch und ganz leicht. Das Gewicht bleibt oben. Sehr schön, hoch und tief. Ganz wichtig, Spannung in den Armen. Schulterblätter schön hin. Nur ganz leicht den Stuhl berühren und wir gehen wieder hoch und tief. Auf noch 4 mehr. 3 noch. Tief. 2. Letztes Mal. Und wir setzen uns. Übung erstmal von der Seite. Wir bleiben in dieser Grundposition sitzen. Die Ellbogen gehen einmal hinten an die Schläfe oder an den Kopf. Und wir gehen rechts ab. Knie anziehen. Und hoch. Im Wechsel rechts und links. Ich zeig's von vorne. Ran. Ran, vorne. Oh. Na, 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 na. Yeah, auf geht's. 8. Tief. 7. Noch 6. 5. Die letzten 4 noch. Immer wieder schön aufrichten. Die letzten 2 mehr. Letztes Mal. Und löse. Wir kommen wieder zur ersten Übung. Wir wollen ja in der Kraft Ausdauer trainieren, das heißt noch eine halbe Runde machen. Wir gehen wieder nach oben. Schulter nach hinten. Die beiden Handinnenflächen zeigen zueinander. Und wir arbeiten wieder hoch. Und Spannung im Rücken. Leichte Vorlage. Und nur ein bisschen absetzen. Touch you now. Want the feel to move you, do it to your soul. Clap your hands, stomp your feet, go on and let it go. Ain't no shame if the feel is real. Wanna take you higher, tell me can you feel, yeah. Don't you know that we all need a break today. Time to come together, everyone just celebrate. Vier. Just a world celebration. Drei noch. Arme oben halten. 2 noch.
Und der letzte. Sehr schön auch geeignet fürs Homeoffice. So. Arme gehen nach hinten und wir arbeiten rechts und links im Wechsel. Diagonal. Auf geht's. Immer wieder schön nach vorne drehen, öffnen, Brustbein nach vorne schieben, ein- und ausatmen, auf geht's, acht, hoch, sieben, noch sechs, fünf mehr, 4 3 2 noch. Letztes Mal. Und lösen. Kurz alles entspannt ausschütteln. Wir bleiben auf unserem Stuhl. Ich zeige die Übung einmal von der Seite. Und zwar einmal hier neben greifen, wir wandern nach vorne, schiebt euer Becken nach oben, alles ganz anspannen und wir gehen mit dem Becken hoch und tief, hoch und ab. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf die Fersen hinten gehen, spannt nochmal ein bisschen mehr den hinteren Oberschenkelbereich mit an. Arme bleiben gestreckt, hoch und tief. Becken anheben, Bauchmuskeln anspannen. Schulter, Trizeps, alles muss mitarbeiten. Achtung, acht, ab, sieben, tief, sechs, runter, fünf noch. Oder 4 3 2 und der letzte, kurz nach hinten gehen und die Arme ausschütteln. Die Übung, die wir gemacht haben eben, machen wir jetzt fast noch mal identisch, nur mit langem Hip. Wir setzen uns wieder aufrecht hin, arbeiten diesmal diagonal zum Bein runter und greifen auch hier wieder hinter den Kopf. Rechts und links im Wechsel. Schön öffnen, Brustbein rausstrecken, wenn ihr nach oben kommt. Wie gesagt, wenn ihr auch im Homeoffice seid, einfach mal zwischendurch ein paar Übungen machen, mobilisiert und richtet euch wieder auf. Hoch. Vorne. Öffnen. Und wir lösen. Da wir immer im Doppelpack arbeiten, geht es jetzt wieder einmal an unsere Stuhlseite. Greift an die Lehne, an die Seite. Becken nach vorne schieben. Schulter alles stabil lassen, Oberkörper anspannen und wir gehen tief und hoch. Wer möchte, nimmt wieder die Fersen dazu, erhöht nochmal ein bisschen die Spannung und langsam Becken ab und wieder hoch. Bauchmuskel anspannen, Po anspannen, beim nach oben gehen. Sagt man so schön, da darf kein 2-Euro-Stück da reinpassen, zwischen die Pobacken, schön anspannen und Becken anheben. 3 noch, 2 und der letzte. Kommt zurück, euch zwischendurch immer mal die Pause für die Arme und die Schultern. Wir öffnen wieder unsere Beine und unsere Füße stehen außen gerade und wir beginnen rechts und links im Wechsel.
Männer. The party's about to begin. What do you want to do, boy? And throw your hands up, and throw your hands up. What do you want to do, boy? The party's about to begin. What do you want to do, boy? And throw your hands up, and throw your hands up. 4 hoch. 3 mehr. 2 noch. Und das letzte Mal. Wunderbar. So, wir brauchen weiterhin unseren Stuhl. Wir wollen ein bisschen Hüfte öffnen und auch noch weiter hinten für die Muskelgruppen seitlich Po-Muskulatur arbeiten. Ihr stellt euch hinter euren Stuhl. Macht bitte weit die Beine auseinander, Füße zeigen nach außen und auch hier Spannung nach außen. Die Knie nach außen drücken, hier über den Stuhl aufrecht halten. Wir gehen langsam in den Squat weit, 2 hoch, 2 tief, auf geht's jetzt. Tief, als würdet ihr euch wieder auf den Stuhl setzen wollen. Diesmal müsstet ihr die Spannung weiter in am Oberschenkel, Po-Ansatz spüren. Man trainiert diese Muskelgruppe ganz wenig, aber die sitzen alle an der Hüfte an und die haben mit der Beckenkippung zu tun. Sehr schön. Damit es auch morgen nicht ordentlich Muskelkater geht, machen wir nur noch kleine Runden. Am untersten Punkt, kleine Pushes, aufrechter Oberkörper halten, 4, 3, 2, langsam lösen, kurz die Beine ausschütteln, 4, nehmen unseren Stuhl, gehen ganz weit zurück mit den Armen, eine Armlänge vom Stuhl entfernen. Und wir dehnen. Der Kopf kommt nach unten. Ihr schiebt euer Becken nach hinten. Hintere Oberschenkelmuskulatur weit machen. Neben Kräftigung ist die Dehnung auch ein ganz wichtiger Punkt. Schaut auf den Boden, lasst die Halswirbelsäule gerade. Sehr schön. Wir kommen nach oben in die zweite Runde. Auch hier wieder. Schön. Auseinander. Knie nach außen drücken. Und wir beginnen. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. So weit wie es geht und für euch angenehm ist. Nach unten gehen. Oberkörper gerade lassen. Ohne Pushes unten am untersten Punkt, kleine. Sehr schön. 4, 3, 2, 1. Und wir lösen, kommen ganz langsam auf. Beine ausschütteln. Wir machen einmal noch die kurze Variante auf den Stuhl ablehnen. Und wir schauen einmal nach unten durch. Ihr könnt mit eurem Körpergewicht selbst ein bisschen regulieren, wie weit die Dehnung gehen soll. Ellbogen liegt auf der Stuhllehne ab. Und ihr schaut unten auf den Boden. Wunderbar. Auf geht's. Wir brauchen immer noch unseren Stuhl. Diesmal als Stütze. Wir haben diese Übung auch schon frei gemacht. Wir zum Einstieg jetzt, für die neu da sind, die Standlage. Wir arbeiten erstmal lang nach oben. Ihr schaut mit dem
mit dem Gesicht zu Boden. Ganz lang strecken. Wirklich eine Linie Arme und Beine. Sehr schön. Lang arbeiten. Öffnen. Oberer Rücken, unterer Rücken, Po. Alles arbeitet bei der Übung mit. Weit. Wichtig ist, zu Boden schauen, Halswirbelsäule, bleib gerade. Zwei mehr. Immer kurz lösen, damit der Popo nicht so verkrampft. So, bevor wir die Seite und die Standwaage wechseln, muss mal gucken, ob ich nicht gleich hier weggeschoben werde auf dem glatten Untergrund. Ich stelle es einfach mal hier drauf. Dann rutscht es wahrscheinlich nicht weg. So, in den Liegestütz quasi auf den Stuhl vorne aufsetzen. Und wir arbeiten nach vorne. Die Knie ranziehen zum Stuhl. Ran. Und ab. Gerade Bauchmuskeln. Und auch durch diesen Stütz haben wir wieder mehrere Muskeln gleichzeitig angesprochen. Oberer Rücken, Schulter, Trizeps. Alle arbeiten mit die Brustmuskulatur. Und wenn ihr noch nicht ausgepowert seid, ihr könnt das Ganze auch in der Bewegung machen. Vier, drei, zwei. Und wir gehen auf die andere Seite, Standwaage. Ich drehe den Stuhl einmal um. Halten uns wieder fest und arbeiten lang nach vorne. Das Standbein ist leicht angewinkelt. Schön lang in die Dehnung und in die Streckung. Wir schauen nach unten zu Boden. Sehr gut. Lang machen. Bin mal gespannt, was auf Schokoladenseite ist, rechts oder links. Zwei mehr. Lösen. Wir gehen wieder in den Stütz. Am Stuhl. So. Ranziehen. Soweit es geht, Knie hochziehen zum Stuhl und wieder absetzen. Wir beginnen erstmal langsam. Wer auf dem Level bleiben will, ganz entspannt vor und zurück. Wer noch ein bisschen Power hat im Bauch, der kann das Ganze beschleunigen, auch noch mit Tempo ausführen. Vier, drei, zwei, eins und lösen. Sehr schön. Wie in die Standwaage. Ihr habt die Übung ja jetzt gesehen. Ich fange diesmal auf der Seite an. Muss den Stuhl nicht mal umstellen. Weit öffnen. Und beide Seiten dran. Das ist unsere Abschlussübung mit dem Stuhl. Lang machen. Eine Linie. Schaut auf den Boden.
Sehr schön. Eine Linie, zwei mehr. Lang machen. Und wir wechseln einmal die Seite. Standbein leicht anwinkeln und weit öffnen. Spannung in Armen und Beinen lang machen. Auch hier zwei und der letzte lang machen und diese. Wir stellen den Stuhl einmal zur Seite. Legen uns zum Abschluss nochmal nach unten auf den Boden. So, beide Hände kommen an die Schläfe. Wir gehen mit dem Oberkörper leicht nach oben. Die Beine einmal nach vorne, rechts und links. Wenn ihr merkt, der untere Rücken, der hebt ab. Ihr könnt das vom Gewicht nicht halten von der Bauchmuskulatur. Macht die Übung einfach eine Etage weiter oben. Jeder auf seinem Level, passt auf, dass euer Rücken unten auf dem Boden ist. Schulterblätter heben leicht vom Boden ab. Hier noch drei mehr. Und das letzte Mal. Und kurz ablegen. Die letzte Übung, die wir machen, bevor wir noch ein bisschen dehnen. Wir gehen entweder mit gestrecktem Bauch oben oder wenn ihr wisst, eure Bauchmuskeln sind noch nicht so fit, einfach 90 Grad absinken. Hände nach außen und kippen. Einmal rechts zur Mitte und links die Beine etwas ab. Wie gesagt, zwei Varianten, entweder mit dem größeren Hebel, immer nur viel, dass ihr das über die Bauchmuskulatur, die Schläge in diesem Fall halten könnt. Langsam wechseln. Wie so ein Scheibenwischer. Wieder über die Bauchmuskulatur langsam die Beine wieder an den Nullpunkt stellen. Das letzte Mal rechts und links. Und entspannt ablegen. Wir gehen einmal mit Handinnenfläche nach oben, fest zusammendrücken in der Mitte und wir heben einmal ab. Wir schauen etwa, dass unsere Faust vom Abstand her etwa eine Faustbreite vom Brustbein weg ist und halten. Schulterblätter sind jetzt vom Boden abgehoben und wenn ihr könnt, einfach noch mal ein kleines Stück nach oben nachschieben. Halten. Langsam fängt dann irgendwann an, die Bauchmuskulatur zu zittern. Das ist überhaupt kein Problem. Darf die ruhig? Soll die sogar? Vier, drei, zwei und wir lösen langsam auf.
Sehr schön. Wir kommen langsam mit einer Hand an den Oberschenkel. Setzen uns zunächst einmal auf. So, wir nehmen unser linkes Bein einmal zum rechten Bein und legen das hintere Bein ab. Ganz lang nach hinten schieben. Versucht eure Hüfte nach unten Richtung Boden zu drücken. Ihr könnt, wenn ihr könnt und das angenehm ist, für euch auch vorne ablegen. Lösen und wir wechseln einmal die Seite. Das Bein, welches ihr eben noch nicht drangenommen habt, einmal quer rüberlegen zur anderen Seite. Ihr schiebt das Bein nach hinten. Beide Hände vorne aufsetzen und zieht die Hüfte langsam runter. Der kann gerne noch mal nach vorne kommen. Macht euch ganz lang. Wie gesagt, ihr könnt das steuern über euer Körpergewicht, wenn es für euch so angenehmer ist, einfach euer Gewicht mit den Händen halten. Wunderbar, langsam lösen. Und wir kommen über die Seite auf. Gehen als Doppelschulterbreit nach oben. Den einmal ganz lang über die Seite, schräge Bauchmuskeln nochmal lang machen, und zum Abschluss greifen wir nochmal ganz lang, die Ilona ist schon hier angekommen, wir greifen nach den Äpfeln. Sehr schön. Nochmal die geraden Bauchmuskeln lang machen. Hat mich gefreut. Bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche mit und bringt vielleicht zwei kleine, entweder Bücher oder Trinkflaschen, halber ein Liter mit. Aber die Lea schreibt das dann nochmal als Link oder im Link in der Mail. Macht's gut. Bye.